Wir nutzen natürlich die Chance und sagen mal herzlich willkommen hier in Österreich beim Esel. Wie wir gehört haben, dass du hier bist, haben wir natürlich die Chance gleich wahrgenommen, als das MyEsel-Rennteam, dass wir einen Konnex bilden. Und da du ja schon mehrmals das Team als Team gefahren bist beim Ram, wäre natürlich unsere Frage, wie bist du das angegangen, wie seid ihr das als Team angegangen? Ich habe das Rennen viermal gemacht, zweimal ein Zweierteam und zweimal ein Viererteam. Einmal Mix-Vierer, einmal nur Männer-Vierer. Einmal Mix Zweier und einmal Mix einmal mit einem Kumpel von mir. Das Rennen ist brutal. Das Boden ist richtig hart. Es ist kein Spaziergang mit dem Fahrrad, sondern halt, es geht vom ersten Moment, insbesondere zum Viererteam, Attacke. Mhm. Es gibt Teams, die wollen gewinnen. Viele, alle wollen ankommen. Du hast Cut-off-Times. Das heißt, du musst in einer gewissen Geschwindigkeit schon bleiben. Du hast über 50.000 Höhenmeter, Pässe auf über 3.000 Meter hoch. Hoch oben sind ja, Schnee und da läuft mal auch ein Schwarzbär über die Straße. Es ist aber das absolut schönste und härteste Rennen der Welt. Ihr habt als, als Mentor, als Teamorganisator Fasching. Mehr geht nicht. Er ist ja the King. Hat das Ding, ich glaube, 10-mal gerockt und 3-mal gewonnen. Mhm. Und seit den besten Händen. Ihr habt Erfahrung, das spüre ich. Ihr müsst nur als Team funktionieren. Ihr braucht ein absolut gutes Bergteam, aber das wird ihr auch haben, wenn der Wolfgang sich um alles kümmert. Auf alle Fälle, ja. Es wird das Erlebnis, sage ich mal, eures Lebens sein, weil für mich alle 4-mal war das so. Das Ziel, man radelt die letzten 4-5 Kilometer so gemeinsam im Ziel rein. Das ist unbeschreibliches Gefühl. Mhm. Einfach go for it, mach es, weil das erlebst du nur einmal im Leben. Okay, und wie seid ihr das angegangen als Viererteam? Seid ihr da alle 8 Stunden oder jeder eine Stunde gefahren, länger oder kürzere Etappen? Wir haben von Vierer 2 Teams gebildet. Das heißt, ihr seid ein Team, ihr seid ein Team und dann wechselt man sich jede Stunde. Fliegender okay. Wechselt. Und jedes Team macht 8 Stunden und dann fährt jeder 4 Stunden, jeweils eine Stunde. Vollgas. Okay. Und dann hat das andere Team 8 Stunden bezüglich der Erste, ist der Letzte, der beim zweiten Team startet, hat 9 Stunden Pause. Mhm. Und somit hast du die Möglichkeit, dich zu erholen. Trotzdem sage ich, es ist eine Woche kein Schlaf. Aber es ist, wenn du ankommst, das Ding rockst. Was wir gemacht haben, ist, vorne dabei zu sein. Im Mixteam haben wir 7 Tage und 6 Stunden gebraucht. Wir waren Erste in der Kategorie. Haben wir uns in den Bergen alle 15 Minuten abgewechselt. Das heißt, das eine Team geht vor, zack und Attacke und Attacke. Und die Leichten und die Schnellen in den Bergen und dann auf der Gerade quasi, also jeder hat seine Stärke, ne? Mhm. Und einfach taktisch das Rennen aufteilen. Und es ist, wenn ihr ein sehr starkes Team, der euch supportet, ist die halbe Miete. Andere Teams, die vielleicht genauso stark sind wie ihr und die haben kein gutes Support-Team, die werden auseinanderfallen. Okay. Weil das Crew, der quasi euch verpflegt und hinterherfährt, die arbeiten genauso hart. Also jeder ist Fulltime. Aber es ist mehr geht nicht. Es gibt kein Rennen, der Race Across America schlägt. Für MyEsel sage ich einfach nur, das wird Big Picture sein. Das wird einfach für das ganze Bike-Welt ein, was sind das für Fahrräder? Wie macht man im Viererteam und dann noch im besten Fall eine Top-Zeit hinlegt. Und das wird da, ich glaube, dass nicht nur für den E-Bike-Fahrer, sondern auch für den Sportler, für den Leistungssportler, für das Produkt MyEsel ein absolut großartige, sag ich mal, Werbung. Super. Ja, vielen Dank. Wir sind alle ready, wir freuen uns. Wir werden heuer rund um Österreich noch fahren und das rocken. Und dann gibt es volle Konzentration auf USA.
und dann werden wir Richtung USA rüberfliegen und dann wirklich Gas geben und dann hoffentlich auch den Brand Ambassador Joey Kelly begeistern. Und ja, das freuen wir uns schon. Also ich drücke euch wirklich die Daumen, dass keiner einen Unfall hat, unverletzt durchkommt und der Rest ist einfach nur Vollgas. Super, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Danke dir. Danke. Danke. Vielen Dank.